Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch ein bisschen Fußarbeit machen, um die Füße zu stärken, um das Fußgelenk ein wenig zu öffnen. Ja, dafür gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen, aber wir werden uns ein bisschen damit beschäftigen. So Abstände, Knie und dann die Füße zu bewegen. Du legst dich dafür einfach auf den Rücken und als erstes für diese Rückenlage lass uns ein bisschen den Hals, den Kopf mal anschauen. Und zwar hebst du deinen Hals und drehst den Kopf nach rechts. Und drehst den Kopf in die Mitte und versuchst jetzt Wirbel für Wirbel den Nacken abzulegen. Wenn der Kopf den Boden berührt, lässt du alles los. Dann hebst du wieder den Hals, drehst den Kopf nach links, wieder in die Mitte und Wirbel für Wirbel den Nacken und den Kopf. Und dann alles loslassen. Dann streckst du ein Bein, streckst in das Bein und dann bring den anderen Fuß mit dem Knöchel, also mit der Ferse an das Innenknie von dem gestreckten Bein und so hast du dann den Abstand zwischen den ungefähr genauen Abstand, den du brauchst, zwischen Füße, also zwischen einem gestreckten Bein und so Abstand. Wenn du jetzt fühlst, fühl mal, ob deine Fersen und dein Vorderfuß ungefähr in der Mitte sind, also gleich belastet sind. Es kann sein, dass es etwas mehr vorne oder etwas mehr hinten ist. Aber das ist nicht, also 60-40 ist genauso okay. So, das ist so die Entfernung zwischen Hüfte und Füße. So, dann bringst du die Füße so ein bisschen auseinander und fühlst mal nach. Lass den Rücken los, lass die Arme los. Und dann lass mal beide Knie zur Seite fallen. Und zurück und zur anderen Seite fallen. Und wichtig ist, dass du einfach mal fallen lässt. So, du lässt es fallen. Und wenn ich jetzt zurückgehe, gehe ich mit einer Hand mal an mein Kreuzbein und ziehe das Kreuzbein Richtung Boden und dann heben sich die Beine und dann lasse ich zur anderen Seite fallen. Und die andere Hand geht ans Kreuzbein und du drückst das Kreuzbein Richtung Boden und du hebst die Beine. Mach das ein paar Mal. Ranziehen. Also die Initiation von dieser Bewegung kommt vom Kreuzbein her. Das ist diese dreieckige Platte hier, die Beckenschaufel in Verbindung zwischen Wirbelsäule und Becken. Eigentlich ist es Gelenk und du gehst dorthin, eigentlich arbeitest du eben mit dem inneren Muskel. Du ziehst quasi das so, vielleicht auch ein bisschen in dem Fall die rechte Gesäßhälfte Richtung Boden. Und es zieht an diesem Bein, das hebt sich dann und lässt es auf der anderen Seite fallen und du gehst zurück. Das lockert, was du denkst. Arbeitest du jetzt mehr von deiner Mitte aus? Ziehen, fallen, ziehen, fallen. Damit die Schultern ein bisschen besser am Boden, habe ich die Arme so ein bisschen außen gemacht, die Handfläche auf den Boden und halte mich so ein ganz klein bisschen von den Schultern am Boden. Fallen. Okay, so, jetzt sind wir einigermaßen hier locker im Nacken. So, jetzt
werden wir die Verbindung noch ein bisschen machen. Du hebst den Hals, du hebst den Kopf und du hebst die Arme und dann ziehst dich ein bisschen höher. Und jetzt lass uns Wirbel für Wirbel ablegen, den Nacken, den Kopf, die Arme loslassen. Den Hals, den Kopf, die Schultern, die Arme. Und locker lassen. So, jetzt nehmen wir die Arme noch dazu. Du nimmst die Arme nach hinten, atme nochmal tief ein, dann atmest du tief aus und hebst den Kopf. Heb den Kopf mal so weit, bis die Arme sich, also mitgehoben werden. Und dann leg die wieder ein, ab. Lass mal kurz locker, ein, aus. Und ausatmen den Kopf. Du hebst den Kopf so weit, bis die Arme hochkommen, dann geh mit den Armen Richtung Knie. Dann leg die Arme wieder ab, ein, nach oben, hinten, aus, der Kopf hebt die Arme gehen nach oben, du hebst dich von den Armen her und zurück. Tief ein, die Arme, Hals, Kopf, Arme, Arme, Knie. Leg das alles wieder ab. Die eigentliche Bewegung kommt am Schluss. Also erst die Arme seitwärts hoch, den Hals, den Kopf, der hebt die Arme heben, die Schultern, die Knie und locker lassen. So, die nächste Verbindung zum Lockerlassen, die Arme zur Seite. Geh mit den beiden Beinen so 10 cm nach links, ein bisschen mehr nach links. Dann streck in den rechten Arm, drück den rechten Arm sanft gegen den Boden und lässt die beiden Beine fallen. Das hebt dann den Arm und er fällt wieder zurück. So, um zurückzukommen in die Mitte, ziehst du erst das rechte Richtung Kopf, hebst den Kopf, das linke Bein Richtung Kopf. Linke Hand an den Bogen, die Beine nach rechts, drück mit der linken Hand, mit dem linken Arm an den Boden, geh so weit, dass du merkst, dass du musst die Beine noch halten und dann lass sie fallen und lass den Arm fallen. Linkes Bein, linken Kopf, rechtes Bein in die Mitte, lass uns das nochmal auf der anderen Seite machen. Zur Seite gehen, fallen lassen, fallen lassen. Kopf, rechtes Bein, linkes Bein. In die Mitte, den Kopf ablegen, die Beine zur Seite locker lassen. Bein, Kopf. So, jetzt kommt die nächste zum Sitzen. Du streckst die Arme nach hinten. Streckst die Arme zu den Füßen und du streckst die Beine am Boden entlang, kommst zum Sitzen. Jetzt gehe ich, na, ich bin jetzt in so einer Vorwärtsbeuge mehr oder weniger. Jetzt gehe ich wieder nach hinten, ziehe die Füße ran, roll mich ab, nehme die Arme nach hinten, Hals, Kopf. Arme, Knie und Sitz, Beine. Ich nehme die Beine mit nach hinten, roll der untere Rücken, die Beine, die Arme nach hinten, ausatmen, strecken, zum Sitzen kommen, Vorwärtsbeuge. Okay, so. Jetzt ist der Rücken einigermaßen verbunden zwischen Becken und Schultern und Hals und Kopf. Jetzt nehmen wir die nächste. Jetzt gehen wir an die Füße. Du rollst wieder nach hinten. Die Füße zusammen. Die Knie zusammen. Eine Hand, die Hände auf das Becken. Die Daumen sind nach unten, zeigen nach unten. Und
Du ziehst dein rechtes Knie ran, nimmst deinen Unterschenkel in die Senkrechte und lässt, versuchst mal den Oberschenkel, dass der Oberschenkel fallen kann, dass der locker ist und der Unterschenkel in der Senkrechten ist. So, ne, wie es locker lassen. Jetzt lässt du den Unterschenkel locker und stellst den Fuß ab. Lass uns das andere mit dem anderen Bein. Den Oberschenkel, den Unterschenkel in die Senkrechte, den Oberschenkel locker lassen. Wirklich versuchen loszulassen. Also nicht zu halten, sondern dass der fallen kann und der Unterschenkel in der Senkrechten ist. Den Unterschenkel fallen lassen und den Fuß abstellen. Okay, nächste. Andere Bein, Unterschenkel. Okay, den Fuß ein bisschen flexen. Und jetzt im Kreis ausdrehen. Versuch ausdrehen. Also ausdrehen heißt, du gehst erst nach außen, so dass du wirklich mit dem das Fußgelenk bearbeitest. Schön im Kreis drehen. Und jetzt im Kreis eindrehen. Immer eindrehen, versuchen einigermaßen rund, es kann sein, dass es bald knackt, locker lassen, den Fuß abstellen, loslassen. Das andere Bein langziehen, den Unterschenkel in die Senkrechte, den Fuß lang flexen, ausdrehen. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, mal ein, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Locker lassen, Unterschenkel locker lassen, abstellen, sich locker lassen. Das andere Bein, ran, Unterschenkel. Fuß flexen. Okay, so. Jetzt kommt diese Kräftigung, wo ich anfangs von gesprochen habe, des Fußes. Du versuchst die Zehen mal ganz weit auseinander zu machen. Versuch sie wirklich weit auseinander zu machen, so dass sie, ne, so. Und du betonst den Fußballen. Und dann streckst du den Fußballen, die Zehen bleiben ganz weit. Dann mach die Zehen mal ganz eng, als wenn du eine Faust machen wolltest. Und flex den Fuß. Das kann sein, dass das hier im Fußgewölbe, dass es da sanft Krampf gibt. Am Anfang ist es, musst du eben halt wieder loslassen. Die Zehen ganz breit wieder, den Fuß strecken, die Zehen ganz eng, den Fuß flexen. Die Zehen strecken, ganz eng. Zehen, den Fuß strecken, in Faust machen und den Fuß flexen, locker lassen, mal locker lassen, abstellen und locker lassen. Anderes Bein, den Fuß dann flexen, die Zehen jetzt breit. Ja, wieder die ganz breite Zehen. Den Fuß wieder strecken, die Zehen ganz eng und den Fuß flexen. Zehen strecken, Zehen ganz eng, Fuß flexen. Nochmal die Zehen ganz weit strecken, eng, flexen. Breit strecken, eng, flexen, locker, locker lassen. Fuß abstellen, kurz loslassen. Lass uns das ein zweites Mal auf der anderen Seite wieder machen. Zieh das Knie ran, den Unterschenkel, den Fuß flexen,
Zehen ganz breit. Fuß strecken. Zehen ganz eng. Fuß flexen. Zehen ganz breit. Strecken. Ganz eng. Flexen. Zehen ganz breit. Strecken. Ganz eng. Flexen. Noch ein viertes Mal. Ganz breit. Strecken. Eng. Flexen. Locker. Fallen lassen. Abstellen. Kurze Pause. Einatmen. Ausatmen. Anderes Knie. Unterschenkel. Fuß flexen. Zehen ganz breit. Den Fuß strecken. Eng. Flexen. Zehen ganz breit. Strecken. Eng. Flexen. Zehen ganz breit. Strecken. Eng. Flexen. Noch einmal. Breit. Strecken. Flexen. Und locker. Locker. Und abstellen. Tief ein, tief aus. Du hebst den Hals, den Kopf knicken, die Knie ranziehen, die Arme nach vorne strecken, die Beine strecken, komm zum Sitzen. Du setzt dich mit einigermaßen gestreckten Beinen, ziehst dann die Fersen ein wenig ran und dann greifst du dir mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger deinen großen Zeh jeweils von beiden Füßen. Und du greifst mit dem Zeh, du greifst mit dem Zeh die Finger. Du knickst die Handgelenke ein, du knickst die Arme ein, sodass die Schultern so ein bisschen nach vorne kommen. Die Ellenbogen bleiben so fixiert. Also du lässt diese Winkel hier im Handgelenk, du lässt den Winkel im Arm, du lässt den Winkel in der Schulter, das hier, lässt du an beiden Armen und streckst nur sanft den Rücken, du ziehst mit dem großen Zeh, die Arme sind in Zug quasi und du streckst ein bisschen die Beine. Atme tief ein, versuch den Rücken tief aus, versuch den Rücken ein wenig zu strecken und dann versuchst du die Fersen ein bisschen weg. Der Zug der großen Zehen bleibt, der Zug der Arme bleibt, die Arme bleiben genauso fixiert. Wie weit du kommst, ist gar nicht so wichtig, sondern dass dieser Zug von den Zehen, diese Kraft in den Zehen und dieses nach vorne gehen. Es kann sein, dass du deine Beine gestreckt hast, aber nicht auf Kosten deiner Arme und deiner Handgelenke, die nach innen gehen, und deiner Schulter und den Kopf so. Tief ein, tief aus, den Bauch anziehen, die Beine. Immer wieder loslassen, immer wieder. Nimm dir einfach Zeit. Irgendwann, wenn du genügend Zeit investiert hast, wird das auch passieren. Aber der Zug in den Armen und in der Handgelenke, also diese verschiedenen Gelenke so zu lassen, das ist eigentlich die Haltung, die du einnimmst. Nämlich diesen Zug, diese Zughaltung von den Armen. So. Und dann komm hoch, streck die Beine, lass die Beine ein klein bisschen weiter auseinander gehen, ein klein bisschen. Und jetzt streckst du deinen Mittelfinger zwischen den großen und den zweiten Zeh. So, jetzt streck deine Füße. Du drückst jetzt die Füße mit den Händen, also du versuchst den Rücken zu strecken und versuchst die Füße auf den Boden zu drücken. Drück mal nach unten. Die Arme sind einigermaßen gestreckt und du drückst mit den Füßen Richtung Boden. Also du drückst die Füße Richtung Boden mit den Armen. Tief ein, tief ausatmen. Versuch mit den Fußsohlen Richtung Boden. Jetzt mach die Fußgelenke wieder auch ein bisschen auf und gib dir die Kraft vorne jetzt mit dem Druck von den Armen. Tief ein, tief aus. So. Dann lass die Beine vielleicht ein bisschen weiter gehen und was du jetzt versuchst, ist, die Fußsohlen wieder Richtung Boden zu drücken.
Die Gelenke wollen sich öffnen. Ob sie es wollen, weiß ich nicht, aber du möchtest gerne, dass das irgendwann mal passiert. Und du streckst den Rücken und versuchst rund zu werden. Drück mit den Händen gegen die Füße locker, entspannt strecken und locker lassen. Und jetzt noch eins für die Füße, wieder die Kraft. Zeigefinger, du greifst mit den Zehen deine Hände und du, das Wichtige dabei ist, dass du drückst von den Zehen gegen die Finger, sodass du diese Spannung, dass hier die ganze Zeit Spannung ist, mit beiden natürlich, aber es ist besser zu sehen, so, wenn eine Hand das zeigt. Ich versuche also jetzt Druck, die Füße drücken nach vorne, die Arme halten mich. Ich versuche diesen Druck zu halten und ne, diese Spannung zwischen Händen und Füßen zu halten und mehr die Beine zu strecken. Nimm dir einfach die Zeit. Irgendwann ne, die Zehen halten immer noch. Halten, 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 halten. Die Zehen halten die Finger. Du hältst. Deine Füße könntest du so ein bisschen versuchen zu bewegen. Und die Statik entsteht, weil die Spannung zwischen den Armen und den Beinen da ist. Jetzt kannst du versuchen, deine Füße zusammen zu machen und dich zu strecken, die Füße auseinander zu machen, das zu strecken, was auch immer. Aber versuch von den Zehen her diesen Halt zu finden, dass der kleine, der Mittelfinger und der Zeigefinger den Zeh halten und der Zeh die Finger hält. So, das. Die Beine sind einigermaßen gestreckt, können aber auch eingeknickt sein. Du kannst auch so sitzen und diese Spannung erfahren oder so. Das ist völlig egal. Du könntest auch ne, die Füße so, du kannst die Beine auch weit auseinander, aber diese Spannung zwischen den Zehen und den Fingern, die ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Dann knick die Beine ein und spür mal die Zehen. Nimm dir Zeit dafür, die Muskeln sind ein bisschen kleiner, aber die Verbindung zum Boden, zu der ganzen Muskulatur in den Beinen nach oben hin, es beginnt diese Muskelkette, die vom rechten Fuß über die Innenbeine hier zum linken Hand läuft, beginnt im großen Zeh, hier im Fußballen, im Unter. Und diese Funktion zu trainieren, lässt dich besser stehen, lässt dich besser gehen, lässt dich deine Mitte besser spüren, lässt dich überhaupt einfach dich besser bewegen. Viel Spaß dabei.